Und jetzt steht hier in Bonn die große Endrunde im Kampf um den Weltmeistertitel der Professionals in den lateinamerikanischen Tänzen unmittelbar bevor. Und die Paare, das können Sie sich vorstellen, sind natürlich schon enorm angespannt. Hier, das ist die große Bühne, das ist die Glitzerwelt, aber für die Paare sieht es jetzt in der Vorbereitung ganz anders aus. Sie sind dort hinten in der Ecke irgendwo und da ist es gar nicht so glanzvoll. Normalerweise darf da keiner hin, aber meine Kollegin Susanne Simon hat mal für eine Minute Zutritt bekommen. Achtung, tänzerische Eleganz im Anmarsch. Man hätte auch für den Saal Beethoven Tickets verkaufen können. Die Show zwischen den Auftritten ist ähnlich unterhaltsam wie die Darbietungen auf der Tanzfläche. Die Kostümauswahl bisweilen sogar extravaganter. Der Aufwärmraum ist Bräunungs- und Fitnessstudio in einem. Tanzen als Ritual gegen die Nervosität. Eitelkeit gehört zum professionellen Geschäft. Man muss sich selbst lieben, um vom Publikum geliebt zu werden. Um im Finale noch möglichst sexy auszusehen, wird ständig nachgebessert. Selbst wenn es nicht jeden anmacht. Die Illusion der Erotik ist das Salz in der Suppe der lateinamerikanischen Profitänzer. Dass der Kampf um die beste Ausstrahlung ganz schön ermüdend sein kann, liegt also nicht alleine an der sportlichen Höchstleistung. Da hat es das Empfangskomitee am Eingang zum Tanzsaal doch bedeutend einfacher.